herzlich willkommen zum vierten Part von Mario Kart Wii City Video mit Leroli Gamer. Ja, und heute ist der Powerblock Cup dran. Und es geht los mit DS Figure 8 Circuit wahrscheinlich, ja, oder? Ich kenne die Strecke nicht. Hey. Ja, ich auch. DS? Kart DS? Kenne ich auch nicht. Also ich habe Mario Kart DS gespielt. Ah, doch, okay. Das ist die, Marios Piste, also diese Piste in Mario Kart DS, doch, ich hab's doch gespielt. Achso, wir fahren übrigens mit unseren Mies. Dann machen wir ein kleines Mii-Race. Ich mit meinem Mii und Windschnitte und du mit, wie hieß es? Torbetto, oder? Ich glaube nicht. Torbetto, ja. Die Karre war aus wie ein Porsche. Komm, also heute mal beide mit Karts. Ich wollte einfach mal testen, wie sich die Windschnitte so fährt. Ich bin noch nie gefahren. Ich habe mich schon wieder eingepegelt. Ah, nee, siebter geht noch. Normalerweise mache ich es nicht einstellig. Immer zwei. Oh Stellen. Gott, Slalom und Bananen rum. Kann ich hier abkürzen? Ja, aber nicht. Nee, kann ich nicht. Habe ich jetzt echt das Item verpasst? Oh Gott, bin ich scheinbar. Also, falls es euch aufgefallen ist, diese Karte ist eine 8, aber das, die meisten, also die meisten, die Strecke kennen, haben wahrscheinlich auf Mario Kart DS gespielt oder sind zumindest schon oft gesehen. Ey, what was that? Ich fahre Koopa kaputt jetzt. Zack, und Peach auch noch platt. Hey, die fährt's gleich nicht. Achso, übrigens, ich habe jetzt auch eine entzündende CTGP-Playlist gemacht. Also ihr könnt auch auf die Playlist gehen, da habe ich alle Folgen drin. Scheiße. Du, ich habe das erste Item nicht verfehlt. Bisher habe ich alle verfehlt. Der Rolli Gamer in extra large. So. Na, war klar. Ich glaube mal ein bisschen weniger, weil ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich bin wieder ins Game. Ach! Wer kommt denn da schon wieder? Ach, süßer Schnucki! Ach, dich habe ich ja echt vermisst. Ja, klar! Noch eine! Ja, komm, wenigstens kriegt Mario auch noch eine. So! Peach, du gehst Auto weg. Tassi, kriege ich dich? Ja, klar. Yes, ich habe dich abgeschossen. Natürlich. Das war so klar. Das war halt wirklich ein Millimeter vorm Ziel. Sorry. Und ich wurde abgeschossen. Hey, die Rolle Gamer vor Tass Toxic. Das kommt selten vor. Hm, obwohl vorher. Ich guck doch die Aufnahme und so. Das reicht, wenn ich guck. Ja. So. Jetzt ist dann. Galvanie Falls. Ich trau mich das nicht auszusprechen. Galvanie Falls. Falls. Also ich sag nur gestern, ich kenne nur Clifton Schild. Also falls ihr das nicht gesehen habt, guckt einfach mal in den ersten Part rein. Da habe Cliff Duschgel gespielt. Aber hier ist die Strecke Jungle Cliff, oder? Irgendwas mit Cliff. Ich sage ja, ich kenne Cliff Duschgel. Ja. Ey, guter Griff. Boah. No, I made a mistake, sagt der Amerikaner. Du und deine, sagt der Amerikaner und sagt der Bayer und sowas. Ja. Luja, sorry, sagt der Bayer. I made a mistake, sagt der Amerikaner. Yes, war nix. Okay, wow. Woo! Sorry. Hey, ja. Jetzt bin ich wieder in Höchstform. Ich bin mal wieder 12, oder? Was denn auch sonst? Ich bin mal wieder 9. Und die Strecke ist, naja, ganz okay. Ich glaube, jetzt bin ich das vierte Mal gegen die, gegen die Felsen gefahren. Kann sein. Ich guck nicht auf dein Bildschirm. Juhu, ich habe eine Killibilly Willy. Das ist ja, okay, wir nennen ab jetzt die Bullet Bills und Kugelbills immer Killibilly. Ach doch, das ist hier schon. Die Strecke wirkt irgendwie länger, als sie eigentlich ist, gell? Ja.
ist, glaube ich, ziemlich kurz, oder? Guck mal auf die Karte und dann wird sie ziemlich lang. Ja, auf der Karte wird sie länger, als sie eigentlich wirklich ist. Aber die ist gar nicht mal schlecht, oder? Also für eine zweite Strecke im Cup ist vielleicht, ist sie, glaube ich, ganz gut. Oh Mann! Das klingt so richtig wie Schauspieler. Ist es aber nicht. Nein, nein, oh Mann! Ist es aber nicht. Mann, ich dachte, ich kann da wenigstens hochfahren. Kann man hier irgendwas machen? Geschenk für den Führenden. So. Habe ich dich eigentlich überholt, ne? Du bist Essen. Wer war Geschenk von dir? Für den Führenden. Das war ich bis gerade. Jetzt war es... jetzt... Oh Gott, scheiße. Jetzt ist es Waluigi. Gleich ist es Baby Peach, weil sie denn gleich raus holen wird. War so klar, dass dieser Scheiß Ketten, Hund, Chain, Jump, wie auch immer. Boah, ich. Ey, wir haben jetzt gleich umdrehen. Mann, jetzt hatte ich so. Bann! Scheiße, ich dachte, ich kann nicht. Kann ich kaputt fahren, aber. Kann ich kaputt fahren, dachte ich gerade, aber. Das war aber nichts. Haha! Ein Killibilly Willy! Aber auch nur leicht vor mich. Ich bin nicht wieder ich vor dir. Scheiß die Wand an. Ja, ich lass sie mal kurz vor. Das bringt auch voll viel, den Red Shell als erster nach vorne zu schießen. Ja, ich war in Panik. Oh Mann. Baby okay. Mario hat mich überholt. Ich komm doch vor dir ins Ziel, Willi. Ja, aber mit dem vierten Platz kann ich gut leben. Für alle die, die den ersten, den zweiten und den dritten Teil noch anschauen, das ist der vierte jetzt, oder? Das ist der vierte, ja, aber dann ist er... Meine Standardplatzierungen sind zwischen 10 und 12. Also ich bin immer zufrieden, wenn ich einstellig bin. Also ganz kurzer Hinweis. Ich dachte eigentlich, ich lade jeden Tag ein paar durch, aber ich habe mich dazu entschieden, heute den dritten hochzuladen, vielleicht den vierten auch. So, jetzt kommt DS Waluigi Pinball. Ja, ich kenne die Strecke aus Mario Kart DS und aus Mario Kart 7, weil es da ein Remake davon gab. Selbstverständlich kenne ich sie gar nicht, wie immer. Ja, du hast ja auch nicht besonders viele Mario Karts gespielt. Also welche Mario Karts hast du gespielt? Mario Kart. Ein bisschen Wii und ein bisschen 8. Bisschen Wii und 8. Und einmal mit mir 64. Oh ja, schon. Also einmal mitgespielt. Habe ich schon wieder verdrängt. Da war ich noch jung. Also ganz ehrlich, mein Waluigi Pinball war, also ist eine, also in Mario Kart 7 ist es eine meiner Lieblingsstrecken, also ich mag die echt gern. Also zumindest in Mario Kart 7, ich weiß nicht, ob das hier ein guter Remake ist oder nicht, aber ich glaube schon, die wirkt schon mal ziemlich original hier. Mist gebaut beim Drift. Mist gebaut beim Drift, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Und wie findest du die Strecke bisher? Du hast schon mehr gesehen als ich. Witzig. Also ich kenne die von Mario Kart DS und Mario Kart 7. Ich habe nicht beides gespielt. Witzig, aber ich tue mir ein bisschen schwer, auf der Strecke zu bleiben. So. Also ich spiele ja mit dem Wii Wheel und da ist das, oh, ich weiß los. Da ist ja, das, ich. Da ist das Gegendriften echt schwierig, finde ich. Ja, ich spiele mit Nunchuck. Also ich habe eine längere Zeit mit dem Wii Wheel gespielt, aber ich habe dann irgendwann gewechselt. Das habe ich aber Moment nicht auch schon in einem meiner so. Videos gesagt. Okay, normalerweise wird man damit von weggeschlossen. Stromdinger da vorne funktionieren auch nicht. Aber sonst ist die Strecke ganz gut geremaked. Also ich finde, das haben sie ganz gut gemacht. Geremaked. Also für das, was hier nicht als kopiert worden ist, haben sie die echt gut gemacht, finde ich. Also wie gesagt, das ist eine in Mario Kart 7, eine meiner Lieblingsstrecken. Übrigens, ich habe Mario Kart 7 noch nie gespielt, aber wahrscheinlich werde ich es auch nicht machen. Aber kann ja sein, weil es doch von mir mal kommt. Ich schon neun Jahre alt, das Spiegel. Oder acht, weiß nicht. Also mit der Bande hier komme ich nicht klar. Ich fahre da auch immer dagegen. Aber bei mir ist es immer nur, weil mein Kart so weit nach außen driftet. Ich kann übrigens auch gerade bei mir mal auf meiner Aufnahme gucken, da kann ich nämlich genauso fahren. Ich kann da einfach auch gucken. Oh, Killy Billy Willy! Wow!
habe ich dieses Item behalten. Wow! Jetzt weiß ich mal die Banane nach vorne. Ist ja. Und du fährst rein! Also, wie viele Punkte würdest du... Oh, Entschuldigung, ich musste niesen. Wie viele Punkte würdest du der Strecke geben von 0 bis 10? Also ich... Neun. Ich mag die einfach, also ich würde auch eine kleine... Die ist cool. Ich würde auch eine kleine 8,5 geben. Die ist cool, auch wenn ich noch echt keine Ahnung habe, wie ich sie fahren soll. Ich geb auch eine 8,5. Warum überholst du mich jetzt nochmal? Nee, das... Oh, Mist. Warum hat eigentlich mein Mii so eine hohe Stimme? Yeah! Warum bin ich so schnell? Nein! Mich hat die Kugel... jetzt stehe ich genau bei der Kugel im Rollfeld. Da hilft mir nur noch ein gutes Item, sonst bin ich raus. Kugel, Billy, Willy, Hilly, Willy, Killy. Egal wie er heißt, ich habe ihn. Der hat mich noch auf den 5. Platz vorgeschossen. Ich darf noch ins Ziel rollen, oder? Ja, ja. 1 Millimeter hinter die Ziellinie. 1 Millimeter. Ich bin insgesamt 4. Das kommt einem Wunder gleich, wenn man das mal sagen darf. Ja. Und ich fahre wirklich so richtig schlecht. Ich glaube, dieser Part wird etwas kürzer gehen, weil wir sind jetzt schon bei der letzten Strecke. Mhm. Und es geht gerade mal 11 Minuten. Letztes Mal war ich gerade mal bei der zweiten da. Sehr gut. So, jetzt GCN Daisy Cruiser. Keine Ahnung, wie immer. Gibt es natürlich auch in Mario Kart 7 einen Remake? Eigentlich doof, dass wir jetzt was aufnehmen, was wir noch nie gespielt haben. Das sieht man erstmal, wie schlecht man ist, wenn man das gar nicht kennt. Also ich kenne die Strecke. Ich habe in Mario Kart 7 schon gespielt. Also ich habe da jeden Cup einmal gespielt, auf jeden Fall. Aber jetzt kann ganz YouTube-Land sehen, wie schlecht wir spielen. Wieso? Also in meinen normalen Mario Kart V-Let's Plays, wo ich Spiegel und so und normale Cups Let's Plays habe, da war ich nicht mal so schlecht. Eigentlich bin ich ja normalerweise einer, der nie Karts fährt in Mario Kart. Aber ich wollte einfach mal checken, wie sich die Karts fahren. Also ganz ehrlich, ohne Scheiß. Ich glaube, ich bin die ganze Zeit, seit ich Mario Kart Wii spiele, bin ich, glaube ich, 3-mal in Kart gefahren oder so. Der Rest war immer bald. Ah, da kann man durch. Das ist ja witzig. Keine Ahnung. Ja, da kann man unten runter. Also versuch mal den Leuten was zu zeigen und versuch auch mal oben zu fahren. Versuch mal den Leuten was zu zeigen. Ich habe keine Ahnung, wie die Strecke. Ja, probier halt wenigstens so. Also ich meine, ich muss ja nicht immer alles ich zeigen. Kannst ja auch mal du was machen. Ich werde gerade vernichtet. Ich lege hier einen Fake-Item da unten rein. Eigentlich hätte ich Daisy in den Part fahren müssen, weil ich habe sie ja im letzten Part gefahren und ja. Oh. Nein! Shoot me! So, jetzt ich fahr jetzt mal oben rum, dann ist es schneller. Also in Mario Kart 7 meine ich, bin mir nicht sicher, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren erklären, war oben rum schneller. Weil man da erstmal den Weg fallen musste runter. Sag mal! Wie viel kommt da ein? Ich glaube, ich weiß warum. Ich habe die Items auf Furios. Ich glaube deshalb. Oh, also die CPUs wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie das bei CPGP eingestellt war, aber ich glaube, die sind auch schwer. Ich glaube, wir sind so schlecht, dass uns das so vorkommt. Ja, wohl, vorher war ich ja gar nicht so schlecht. Da bin ich ja. Also gestern habe ich mal allein. Oh, da bin ich den jetzt rausgeschmissen. Habe ich mal allein einen Part. Cup gefahren. Nein! Ach egal. Da waren die CPUs auch so schwer. Also ich glaube, die sind auch wirklich auch schwer. Hier in dem CPGP. Was mir auch aufgefallen ist, inzwischen fahren CPUs Abkürzungen. Das ist mir aber immer einmal in normalen Displays auch schon passiert. Dass die eine Abkürzung gefahren sind. So, was sagst du zu Daisy Cruiser oder Daisy's Kreuzfahrtschiff? Oder wie auch immer die Strecke auf Deutsch heißt. Ich glaube, ich weiß nicht mal, wie die heißt. Das war unfair.
10. Na, jetzt sind wir wieder bei meinem normalen Durchschnitt. Ja. Insgesamt 25 Punkte aus wie viel Rennen? 4. Sind 5 im Schnitt? Naja, sag ich da nur. Macht aber insgesamt Platz 4. Gibt es doch noch ein Rennen? Ich habe 32 Rennen drin. Ich habe das nicht ausgemacht. Ach so, aber der Cup ist beendet. Also an der Stelle war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Video. Ciao miteinander.